Heute geht es um die schnelle Küche, also jedes Gericht unter 30 Minuten. Wir werden auch die Glückswachteln besuchen, die hören nämlich Johann Sebastian Bach. Warum das so ist, das werde ich für euch rausfinden. Grüß euch bei Natürlich gekocht. Ja, alles sprießt jetzt aktuell schon im Frühjahr und wir schauen natürlich auch, was es im Garten so gibt. Und zwar beim Bio-Ketterer Christian Fleiß. Vielleicht hat er ein paar Sachen für mich, die ich für meine Gerichte verwenden kann. Aber vorher braucht man natürlich unsere Challenge von der Bettina. Ja, Markus, ich bin ja so ein richtiger Fan von der schnellen und unkomplizierten Küche. Und dabei soll es gesund sein und alles enthalten haben, was so die Natur saisonal zum Bieten hat. Und das wird heute deine Challenge. All deine Gerichte sollen nicht länger dauern wie 30 Minuten. Und nachdem du zum Christian Fleiß fährst, baust du dort genau alles ein, was der Garten so zum Bieten hat. Zusätzlich noch Topinambur, dann die Hopfentriebspitzen und Melisse, frisch und in Form von Öl. Das kriegst du heute von mir. Danke, Bettina. Ja, 30 Minuten, das klingt sehr spannend, aber ich glaube, das werde ich hinkriegen. Und darum werden wir jetzt keine Zeit verschwenden und gleich einmal zum Christian Fleiß fahren und dort die Vorspeise kochen. Servus Christian, ja, du hallo, bist ja schon fleißig am Werken. Ja, servus, hast hallo. Ja, Wahnsinn, was da schon alles blüht und wächst bei dir im Gewächshaus. Ja, da tut sich einiges. Siehst, da ist schon ein bisschen Wärme herinnen und natürlich dementsprechend haben wir da schon eine reiche Ernte. Salat wächst, Rucola, werden wir uns gleich mitnehmen für unser Gericht. So einen schönen frühlingshaften Salat werden wir herrichten. So alles, was der Garten so hergibt. War lässig, ja. Was hast du da oben alles? Da sind die Südländer wegen, es ist natürlich schon dann wieder Auberginen, Zucchini, Paprika, Mini-Melonen haben wir da, Tomaten natürlich jede Menge, da sieht man jetzt schon alle möglichen Sorten. Ne? Binnenmelone über den Winter, überwinterte Pflanzen zum Beispiel, die jetzt dann schon einen großen Vorsprung haben eigentlich. Ne? Und da hinten der Physalis. Und wie gesagt, ansonsten haben wir natürlich auch dazwischen immer wieder Junglauch und Knoblauch drinnen, Jungzwiebel drinnen, Erbsen haben wir da auf der Seite. Ne? Ich finde das bei dir immer toll, weil bei dir ist das so geordnetes Chaos. Gell? Also so ja, der Salat mit dem Frühlingslauch und die Tomaten sind herinnen und der Sellerie wächst herinnen. Also ich finde das wirklich eine super Geschichte. Ja, das ist eigentlich die Mischkultur, wenn man so sagt. Ja. Ne? Das ist geordnetes Chaos, trifft es ganz gut. Ja. Das ist wirklich ein bisschen chaotisch, aber es hat doch alles seinen Sinn. Ja, dann würde ich sagen, dann starten wir noch gleich los mit unserem Salat, ja, oder? Genau, ernten wir gleich ein bisschen an Salat, was wir so haben da. Mischsalat haben wir da. Schön Pflücksalat, das sind so, das sind jetzt ein bisschen zum Ausschneiden, dass sie nicht ganz so dicht werden. Das wächst dann einfach wieder nach, ne? Und im Endeffekt kann man es dann in eineinhalb Wochen, zwei Wochen wieder schneiden. Ne? Da haben wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen Rucola, das sagst du, der ist schon eigentlich ein bisschen drüber, den haben wir schon mal zurückgeschnitten. Aber wie gesagt, wenn es jetzt warm wird, dann schießt er natürlich innerhalb von kurzer Zeit in die Blüte. Und da tut er eh, wie sie sagen, das ist ganz gut, wenn wir da ein bisschen was wegschneiden und gleich verarbeiten. Ne? Ja, einen Salat haben wir. Super, perfekt. Dann können wir eigentlich zu deinem Kochplatzl marschieren, genau, oder? Den Rest haben wir schon vorbereitet. Dann können wir starten. Christian, was hast du für einen Tipp für die Hobbygärtner unter uns? Am gescheiten ist eigentlich, man düngt biologisch, das heißt, da kann die Pflanze eigentlich kaum überdüngt werden und da ist natürlich der eigene Kompost am besten geeignet. Oder man hat so einen Wurmkompost oder einen Kübel, wo man seine eigenen Abfälle verkompostiert. Und das zweite ist die Zeit, also man sollte sie in Geduld üben, das heißt einfach nicht keinen Stress kriegen, es wächst
mit den Jahreszeiten eigentlich schön dahin. Wenn man jetzt sagt, man pflanzt im Frühling einen Salat und Radiesel, danach mit den Südländern, nach den Eisheiligen, da kommen dann die Paprika oder Chili oder Tomaten ins Spiel. Und dann zum Schluss kann man ja unter diesen Tomatenpflanzen schon wieder einen Vogelsalat aussehen oder einen Spinat. Dann hat man bis im Winter hinein eigentlich immer kontinuierlich Ernte. So, wir sind jetzt da in unserer wunderbaren Outdoor-Küche und wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Und wir haben jetzt 30 Minuten Zeit, das heißt, wir haben Druck und los geht's. Wir machen einen schönen Frühlingssalat und dann nehmen wir die ganzen Zutaten her, was wir jetzt haben, an frischen Kräutern, die Erbsengresse, Radiesel, Jungzwiebel, aber auch die Topinambur-Spargel und die Rapunzel-Glockenblume werden wir einbauen. Und für die Erbsengresse habe ich noch einen Tipp für euch. Ja, und so Erbsengresse könnt ihr natürlich voll leicht selber anbauen. Getrocknete Erbsen im Bio-Laden kaufen, über Nacht einweichen und dann einfach aussehen. In so Gefäße, flache Gefäße mit Erde bedecken, angießen und auf der Fensterbank. Innerhalb von wenigen Tagen fangen die schon das Keimen an und dann hat man super frische Vitamine den ganzen Winter lang. Dann stoppen wir gleich die Zeit für die Wachteleier und zwar bitte 2 Minuten 20 Sekunden. Und los geht's. Ja, dann werden wir jetzt als nächstes wahrscheinlich die Chips jetzt machen. Topinambur-Chips, die sind ganz einfach. Die machen wir jetzt so, dass wir da haben einen Gemüsehobel. Mit dem Hobel schneiden wir die Topinambur in dünne Scheiben und backen es dann im Pflanzenöl einfach heraus, bis sie knusprig sind. Der Topinambur gehört zu den Korbblütengewächsen und er stammt ursprünglich aus Nordamerika. Aber schon im 17. Jahrhundert ist er bei uns angebaut worden. Aber dann durch den Anbau der Kartoffel hat er leider mehr und mehr an Beliebtheit verloren, weil er nicht so lagerfähig ist. Er ist ein Verwandter mit der Sonnenblume und wird immer mehr und mehr ein geschätztes Feinschmeckergemüse und das nicht zu Unrecht. Er hat ganz viel Vitamin B1, B3, Vitamin C, Eisen, Phosphor, Kalium, Calcium und Kupfer enthalten. Er besteht zu 80% aus Wasser und hat dabei kaum einen Fettanteil, dafür ganz viel Ballaststoffe. Und die aus Inulin und Oleofructose. Die Kombination ist optimal für unseren Darm, weil die unverdaut durch unseren Dünndarm geht und im Dickdarm unsere Darmbakterien aufbaut. Das ist auch besonders gut für Menschen, die an Darmträgheit leiden. Aber er wird auch Diabetikerknolle genannt, weil er uns den Blutzucker so gut wie gar nicht ansteigen lässt. Der Topinambur kann gegart oder roh verwendet werden, geraspelt über den Salat oder gedünstet als Gemüse. Als Hauptgericht oder auch als Beilage ist er super zum Verwenden und ein richtiger Allrounder. Also diese Topinambur-Chips, ne, die sind natürlich herrlich roh im Salat drinnen, aber auch knusprig als Topping. Wir frittieren so lange, bis keine Blasen mehr aufsteigen, dann haben wir schön knusprig. Ja. Man kann sie natürlich dann auch schön herrichten, vorbereiten. Das kann man schon am Vortag machen. Man hat die schön knusprigen Chips. Und natürlich darf man es auch leicht salzen. Und zwar haben wir da ein selber gemachtes Kräutersalz. Ja, und für jeden Salat brauchen wir auch immer eine gute und heute schnelle Marinade. Ganz genau, so ist es. Dann nehmen wir uns einfach ein bisschen an Senf her. Dann haben wir da einen Honig, ne? Einen schönen Salzburger Honig. Ne? Brauchen wir nicht viel, wir haben ja nur eine ganz kleine Menge. Ein bisschen an guten Apfelessig, ne? Ja. Genau. Und Olivenöl. Das heißt, du brauchst eigentlich dann gar keine Süße mehr, weil der Honig und der Apfelessig geben mir eigentlich auch ein bisschen Süße, ne? Weil der Apfelessig ist auch leicht. Genau, Süße. Genau, der leichte Süße und somit ist das eine schöne milde Marinade. Ne? So, jetzt haben wir eigentlich unsere Sachen alle beieinander. Wir haben die Marinade, wir haben die Kerne, wir haben die Chips. Jetzt brauchen wir unseren Salat. Was haben wir da jetzt alles dabei? Da haben wir jetzt einfach Rucola, verschiedene Kräuter. Einen Senf haben wir zum Beispiel, einen roten drin, Kerbel haben wir drinnen. Dann haben wir da Rucola und Salate drinnen. Dann haben wir die kleinen Rapunzel drinnen. Ne? Das sieht man da schön. Ich meine, die werden wir jetzt noch vielleicht einmal so in der Mitte durchschneiden. Da sieht man dann schön zarte, weiße Wurzeln. Ne? Die, was natürlich auch herrlich sind und gut schmecken, so leicht nussiges Aroma haben. Und zum Rapunzel, da sagt uns die Bettina jetzt noch was dazu. Die Rapunzelglockenblume gehört zu den Glockenblumengewächsen und sie ist in ganz Europa beheimatet. Man erkennt sie ganz leicht von ihren Verwandten, den Glockenblumen, auseinander. Und zwar die Blüten der Rapunzelglockenblume neigen sich nach oben und die der Verwandten eher Richtung Boden.
Man kann von der Rapunzelglockenblume alles verwenden. Die Blüten kann man zum Beispiel verwenden zum Gurgeln, bei Angina oder Halsbeschwerden oder auch zum Auftragen bei Insektenstichen. Für Salat kann man die Blätter verwenden, aber jetzt die Wurzel, die kann man verwenden wie Karotten, über den Salat oder auch als Gemüse. Es ist Inulin enthalten, Vitamin C und Gerbstoffe, die wirken zusammenziehend, entzündungshemmend, aber auch für unsere Darmgesundheit. Dann starten wir gleich los, oder? Hätte ich gesagt. Ja. Ein bisschen Olivenöl in die Pfanne, ist eh schon heiß, ne? Spargel rein, ne? Schneiden noch ein bisschen Frühlingslauch, dann haben wir uns rein. Man sieht eh schön, ne? Das brauchen wir nur ganz kurz, ne, in der Pfanne. Ne? Und dann haben wir eigentlich schon wieder am Ziel, ne? Unser Spargel, der Burspargel ist fertig gebraten. Und wir können eigentlich schon loslegen, Markus. Da haben wir da jetzt noch schon unseren Jungzübel, ne? Die großen, die legen wir uns jetzt da auf, genau, wie du es jetzt siehst. Ne? Und die werden wir uns jetzt verwenden, um unsere Salatröllchen da zu machen. Ne? Nehmen wir mal ein bisschen einen Salat, ne? Und wickeln uns das einfach mit dem Jungzübel da ein. Ne? Also ja, wir sind in der Zeit. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen Deko. Das heißt, wir haben unsere Erbsensprossen noch. Genau. Und ein bisschen eine Blüten. Und dann unsere Chips und die Wachtleier. Genau, dann haben dann wir es. Gut, ich glaube, wir haben es. Zack. 23,12,90. Super in der Bitte. Zeit. Bitte, perfekt. Oh, eins haben wir noch vergessen. Die Sonnenblumenkerne. Schau her. Sehr gut. Bitteschön. Jawohl. So. Gratuliere, super gemacht. Und jetzt würde ich sagen, testen wir mal, oder? Das ist einmal ein schöner Salat. Mit den Topinambur-Spargel und die Rapunzel. Schön nussiges Aroma. Ja, traumhaft. Ja, danke Christian, dass ich wieder da sein habe dürfen. War eine richtig klasse Geschichte. Und ich mache jetzt noch ein Pinzgauer Frühlingscarbonara. Und da brauche ich noch so ein, zwei Sachen von dir, die vielleicht cool waren dafür. Da habe ich schon was geerntet für dich. Ne? Erbsengrässe und ein Knoblauchkraut. Das Knoblauchgrün gehört zu den Liliengewächsen. Und das stammt ursprünglich aus China, Japan, Nepal und Indien. Aber schon in den letzten Jahrzehnten fühlt es sich immer mehr heimisch in unseren Gärten. Das Knoblauchgrün kann von März bis in den Spätsommer geerntet werden. Im August bildet es Blüten und auch die kann man essen. Das Knoblauchgrün hat ähnliche Inhaltsstoffe wie der Schnittlauch. Und zwar Vitamin C, Vitamin A, Eisen und Phosphor, das positiv für unsere Zellenergie ist. Aber es hat noch ein bisschen mehr Allein enthalten als der Schnittlauch. Das ist nämlich für den Knoblauchduft oder Geschmack verantwortlich. Das Allein, das ist eine Aminosäure, die sie umwandelt in Allicin. Das wiederum wirkt gegen Bakterien und Pilze. Das stärkt somit auch unser Immunsystem. Aber es senkt uns auch den Cholesterinspiegel und die Blutfettwerte. Und wenn man eine Pflanze im Garten vor dem Maulwurf schützen möchte, dann setzt man einfach das Knoblauchgrün in die Nähe. Der mag nämlich das überhaupt nicht. Klingt gut. Mit den Wachtleier hast du mich jetzt so inspiriert. Die nehme ich jetzt gleich für meine Carbonara. Und darum werden wir jetzt zum Wachtelhof schauen und uns da noch welche besorgen. Servus Renate, grüß dich. Grüß dich. Da läuft ja voll die klassische Musik bei dir. Wieso das? Ja. Ja, weil wie wir mit den Wachteln angefangen haben, habe ich mir überlegt, also ich höre selber gerne Musik und einfach, dass ich etwas Besonderes will, auch vom Ei her und auch, dass die Tiere gut geht. Und dann habe ich geschaut, was ist die beste Musik dafür. Und Johann Sebastian Bach, weil ich bin ja ein bisschen eine Hex. Und Johann Sebastian Bach hat die höchst schwingendste Energie. Was ist an Wachteleiern anders als an Hühnereiern? Die Wachtel ist ein Wildvogel und noch nicht so hoch gezüchtet, dass einfach die Verträglichkeit für den Menschen besser ist.
Wir liefern eben Bio-Qualität. Das ist uns sehr wichtig. Die Leute, die vielleicht eine Hühnerei-Unverträglichkeit haben, dass die auch in den Genuss kommen, dass wieder Eier essen. Ja, aber du musst ein paar essen, ne, damit du auf die Eigröße kommst. Ne? Ja, also so 4 bis 5 ungefähr, je nachdem wie groß das sind. Wie viel hast du da eigentlich bei dir? Ja, das sind jetzt ungefähr 150 Stück. Teile sie da jetzt auf die 3 Ställe und eben Oberbei. Und was fressen sie normalerweise? Was ist so das eigentliche Futter? Sie kriegen da jetzt eben das Biofutter, wo geschaut wird, dass kein Soja drinnen ist, also Mais. Ja. Und auch Weizen ist drinnen. Es wird auch auf Palmöl verzichtet. Also sie kriegen halt von mir noch Wildkräuter dazu, Vogelmiere, Löwenzahn, ja. Klee, solche Sachen mengs gern dazu. Lassen Sie sie aufheben? Ja, die kannst du schon nehmen. Echt, oder? Die kannst du schon aufheben. Alle sind nicht so. Schau, da machst du ein bisschen Zucker. Ich traue mich nicht so fest angreifen, nicht, dass sie. Manche sind kuscheliger, gell? Und andere holen dann wieder weg. Ja, die hat da nicht so Lust, glaube ich. Und ich freue mich, wenn ihr unser Video liked und unseren Kanal abonniert. Ich rede jeden Tag mit einer und sie sind echt gechillt, sage ich jetzt mal. Ja. Und gechillt und eine gute Musik haben sie auch, das ist ja wichtig, ja. Verstehe, das ist eine ja. coole Geschichte. Sie hören es 2-mal am Tag. Also es ist jetzt so, dass jetzt da der Radio den ganzen Tag ja. rennt, in der Früh beim Stall und am Abend. Ja, und relativ viel Beleuchtung brauchst du da herin, gell? Ja, also die Wachtel versteckt sie ja recht gern. Und für die Vitamin-D-Produktion brauchen wir eben so Tageslichtlampen. Ja. Und weil wir ja ein Bio-Betrieb sind, schauen wir eben auch auf nachhaltigen Strom eben von der Salzburg AG. Und was ist eigentlich so von dir die Lieblingszubereitungsart? Wie ist das du am liebsten? Ja, eigentlich kocht, weil ja, wenn sie ganz wachsweich kocht sind, sind sie mir eigentlich am liebsten. Ja. Weil sie sind so cremig und ja, das ist am besten, finde ich. Also ich werde die Eier halt eher als Topping verwenden, weil als Eiersatz sind sie mir fast ein bisschen zu schade. Und wir brechen jetzt auf in die Küche und dann werden wir uns eine wunderbare frühlingshafte Carbonara kochen. So, zurück in der Küche. Wir haben 30 Minuten Zeit, ein bisschen an Stress jetzt. Gell? Das heißt, wir schneiden uns jetzt alles vor und dann geht es direkt an den Herd. Bevor es jetzt an den Herd geht, brauchen wir natürlich noch unsere Dotter mit dem Räucherschottenkäse. Den reimen wir da jetzt rein und dann können wir direkt schon mit der Pasta anfangen. Wir liegen gut in der Zeit. Jetzt haben wir alles vorbereitet. Das heißt, wir können jetzt eigentlich direkt an unseren Herd. Als erstes brauchen wir natürlich jetzt unseren Speck und da fängt es gleich an zu brutzeln. Jetzt gießen wir mit unserem Fond direkt auf. Der Fond soll ausreichen, damit unser Pasta genau fertig ist, wenn der Fond weg ist. Und bevor wir unser Pasta jetzt mit den Dottern und mit dem Käse vollenden, da wir jetzt ganz geschwind unsere Wachteleier pochieren. Jetzt brauchen wir noch unsere Wachteleier von unseren Glückswachteln. Und zwar machen wir uns die jetzt auf, so mit einem kleinen Messerl, ganz leicht aufritzen, geben die in eine kleine Schüssel rein und dann können wir die in einem Wasser mit einem Schuss Essig ganz kurz pochieren. Und als kleiner Energiespartipp von mir, wenn ihr auf Terran kocht, dann ist natürlich immer ganz wichtig, dass die Topfgröße auch genau zur Platte passt. Und wenn ihr natürlich Induktion habt, dann spart ihr am meisten Energie. Unser Pasta ist jetzt kurz vorm Fertigwerden. Wir haben richtig eine gute Zeit. Und zwar binden wir das Ganze jetzt noch mit unserem Dotter. Haben jetzt noch ein bisschen an Fond drinnen von unserer Pasta. Binden das Ganze jetzt mit unserem Dotter. Kriegen da jetzt eine wunderbar sämige Carbonara. Jetzt vollenden wir unser Pasta noch mit unserer zweierlei Knoblauch und mit dem wichtigsten, unserem Hopfenspargel. Der Hopfen gehört zu den Hanfgewächsen. Und er mag total gern seichten Boden, Sonne bis Halbschatten. Er liebt die Auen oder Waldränder
oder auch an Wegesränden wächst, an Zäunen entlang und an Hecken. Der Hopfen, den kennen wir hauptsächlich vom Bier. Die Hopfenblüten, die werden nämlich im Spätsommer geerntet und dann zu Bier verbraut. Er hat zusätzlich nur den Wirkstoff Xanthohulum enthalten und der soll schützend auf unsere Nervenzellen wirken. In der Volksheilkunde macht man gerne einen Tee draus, Tinkturen, Bäder oder auch Schlafkissen und Augenkissen. Aber speziell jetzt im Frühling sind diese Hopfentriebspitzen einfach ein Wahnsinn. Da ist die geballte Kraft der ganzen Pflanze enthalten. Und schon im 16. Jahrhundert hat man total gern Gemüse draus gemacht. Aber durch die große Nachfrage an Bier ist das leider wieder zurückgetreten. Beim Hopfen muss man aufpassen, dass man ihn nicht verwechselt mit der wilden Waldrebe. Man kann sich merken, dass der Hopfen rechts gedreht wächst und dass er dreilappig gezahnte Blätter hat. Außerdem kann man sich nur merken, dass der Hopfen behaart ist und der Stängel der Waldrebe ist glatt. Das ist auch ganz ein wichtiges Merkmal, dass man den Hopfentrieb nämlich weiter vorne erntet und nicht so weit hinten, weil dann kratzt es ein bisschen beim Essen im Hals. Diese Hopfentriebspitzen kann man verwenden wie den Spargel. Absolut ideal für die schnelle Küche. Es ist ganz viel Chlorophyll enthalten und das macht uns nochmal so richtig fit jetzt im Frühling. Danke Bettina, du mich jetzt aber nicht aufhalten, weil ich habe jetzt ein bisschen einen Stress und bin noch gut in der Zeit. Wir mischen jetzt das alles noch ein bisschen durch und können dann direkt anrichten. Jetzt haben wir unser Pasta im Teller und jetzt können wir noch ein bisschen dekorieren, nämlich mit unserer Erbsenkresse und natürlich die Wachtleier. Und unser Finish mit einem richtig guten Pinzgauer Räucherschuppen. Fertig? Stopp! 2032, Bettina, das ist eine Ansage, gell? Unter 30 Minuten, richtig flotte Küche und wenn es auch so schmeckt, wie es ausschaut, das werden wir aber dann später probieren, weil wir haben jetzt auch noch ein Dessert vor uns und mit dem starten wir jetzt gleich. Bettina, ich lege jetzt noch einen drauf, weil das Dessert schaffe ich auch in 15, gell? Und zwar machen wir jetzt Folgendes, wir machen uns ein Frischkäse-Dessert mit ein bisschen am Rhabarber, ein bisschen Frucht, mit einer Haferkekse für einen Crunch und wir machen uns obendrauf ein schönes Baiser mit einem Melisseöl verfeinert und ein bisschen fein gehackte Melisse. Und für das werden wir jetzt als allererstes unseren Rhabarber in Scheibchen schneiden. Unsere Pfanne ist in der Zwischenzeit schon heiß. Wir geben jetzt gleich unseren Rohrzucker oder braunen Zucker in die Pfanne, lassen den leicht schmelzen und geben dann gleich unseren Rhabarber dazu. Karamellisiert das quasi so in seinem eigenen Saft. Als zweiten Schritt brauchen wir jetzt unser Eiweiß von vorher. Das geben wir uns in der Schüssel und dann das jetzt mit Kristallzucker ganz langsam richtig aufschlagen. Auf ganz kleiner Stufe rühren wir uns jetzt noch unser Melisseöl ein. Und jetzt brauchen wir noch unseren Frischkäse. Und da habe ich natürlich auch gleich noch einen Energiespartipp für euch. Wenn ihr richtig Energie sparen wollt, dann kocht am besten nur schnelle Desserts, weil da braucht ihr ja keine Küchengeräte. Nein, aber ganz ernsthaft, wenn ihr einen guten Energiespartipp haben wollt, dann fragt einfach einmal die Alexa. Jetzt haben wir da unseren Frischkäse. Ich habe jetzt wirklich einen Ziegenfrischkäse, weil ich finde, es gibt besondere Note. Es muss halt ein milder Frischkäse sein. Dann schmeckt man das jetzt auch nicht so raus, dass es Ziege ist, aber er ist einfach wunderbar cremig und hat eine super schöne Konsistenz. Wir brauchen jetzt auch noch ein bisschen Honig, nehmen uns da 2 Löffel dazu und dann können wir das Ganze erst einmal leicht unterheben, nicht so richtig komplett durchrühren, sondern einfach leicht runterheben, dass man noch ein bisschen sieht, dass da Honig drinnen ist. Und zum Abrunden von unserem Frischkäse ganz zum Schluss noch die fein geschnittene Melisse. Die Melisse gehört zu den Lippenblütengewächsen. Und das Wort Melisse stammt von dem griechischen Wort Melitaion ab. Und da ist Meli enthalten, was für Honig gilt. Das wiederum hängt zusammen mit der Honigbiene, denn die fühlt sich scheinbar magisch angezogen von der Melisse.
Mit den Benediktinermönchen ist sie dann zu uns nach Europa gekommen. Und sie fühlt sich mittlerweile recht wohl und auch die kalten Jahreszeiten können ihr nicht mehr recht so viel ausmachen. Sie ist mehr und mehr heimisch in unseren Gärten. Aber eine alte Sorte, eine alte heimische Sorte, die weiße Melisse, kommt mehr und mehr. Neben ätherischen Ölen hat die Melisse auch noch Gerbstoffe, Bitterstoffe, Vitamine und Mineralstoffe enthalten. Aber auch Rosmarinsäure, das eigentlich für die Pflanze als Fraßschutz dient, aber uns gegen Pilze und Bakterien hilft. Die Melisse hebt uns die Stimmung, vertreibt uns Melancholie, aber hilft uns auch bei Reizüberflutung und fördert unsere Konzentration. Außerdem ist sie nur für alle möglichen Frauenleiden und Frauenbeschwerden hilfreich, egal in welchen Lebenslagen. Die Melisse wird gern verwendet als Melissenwasser, aber auch als Saft, als Tee oder auch als Tinktur oder man kennt auch diesen Melissengeist. Außerdem kann man nur Essig oder Melissenöl draus machen. Man kann die Melisse für alle Speisen verwenden, in denen man gern einen angenehmen Zitronengeschmack haben möchte. Unsere Melisse haben wir jetzt unter den Frischkäse drunter gezogen und jetzt können wir eigentlich schon anfangen zum Anrichten. Als erstes gehen wir einmal unseren Frischkäse unten drunter, dann eine Schicht von unserem Rhabarber, dann haben wir ein paar von unseren Haferkekse, die brechen wir einfach so ganz grob drüber. Dann noch einmal eine Schicht von unserem Frischkäse. Dann kommt unser Baiser. Und jetzt werden wir das Ganze noch abflämmen, damit das eine richtig schöne Farbe kriegt oben. Und stopp! Ha! Bettina, 14:43, der Sieg ist mein. Und ich glaube, das habe ich richtig gut hinbracht. Jetzt werden wir das natürlich auch gleich probieren. Also mit der Melisse, wenn es einmal nicht nur Deko ist, ist eine super Alternative und auch eine super Unterstützung. Mmh. Mit dem Frischkäse war wirklich ein Traum. Also eine tolle Idee mit der Melisse. Und jetzt werden wir uns natürlich noch anhören, was die Bettina für einen Kommentar dazu hat. Da bin ich jetzt schon gespannt. Super, das nenne ich mal richtig schnelle Küche. Mein Favorit ist der Salat mit dem Topinambur drüber. Die Spaghetti Carbonara waren in meinem Fall lieber vegetarisch, aber mit dem Knoblauchgrün hört sich das richtig gut an. Das werde ich auch bald einmal ausprobieren. Für mich klingt das ganze Menü echt richtig gut, stimmig und ideales Energiespender für diese Jahreszeit. Ja, Bettina, danke für dein Feedback. Du weißt, ich bin kein Vegetarier, gell? Also ich brauche meinen Speck. Aber danke für das tolle Feedback und so macht einfach schnelle Küche richtig Spaß. Saisonal, der Frühling und so tolle Zutaten und darum ist ich jetzt noch meine Schicht sehr fertig. Also wenn ihr meine Sachen auch so gern esst wie ich selber, dann gibt es da noch mehr Kochvideos.